Ein Filmtiertrainer hat nicht nur Ahnung vom Tiertraining, sondern auch, wie ein Film gemacht wird. Filmtiertrainer ist ja der klassische Traumberuf für fast jedes Mädchen, will ich mal sagen. Es gibt weniger Männer da in dieser Domäne. Ich hatte das Glück, das von meinen Eltern zu lernen und mache das auch schon über 30 Jahre. Als ich angefangen habe, hat es auch gereicht, wenn der Hund brav am Sofa liegen blieb, dann war der Regisseur schon glücklich. Seit Willy Wuff und Kommissar Rex in den 90ern will man da schon mehr. Und jetzt ist es so, dass ein richtig guter Filmtiertrainer muss ausgebildet sein. Und es ist gar nicht so einfach in Deutschland einen Namen zu bekommen, dass man auch wirklich die großen Kinofilme auch bekommt. Die Tiere müssen sehr viel lernen, bis sie wirklich vor der Kamera agieren können. Und ein Filmtiertrainer hat nicht nur Ahnung vom Tiertraining, sondern auch, wie ein Film gemacht wird. Das ist sehr wichtig. Wir trainieren unsere Tiere oder konditionieren die auf so einen Klick. Wann immer die den hören, wissen sie, dass sie ein Leckerli bekommen. Und ohne dass der Schauspieler das weiß, konditioniere ich den auch auf den Klick. Der darf nämlich nur den Hund belohnen, wenn er den Klick hört. Ich gucke, was macht der Hund. Der wird also immer im richtigen Moment belohnt. Und der Schauspieler kann seinen Text sprechen, muss sich gar nicht auf den Hund konzentrieren. Aber der Hund wird sich immer auf den Schauspieler konzentrieren. Und deswegen ist es so mein Trick, dass ich Schauspieler und Hund im Griff habe, ohne dass die wissen, der Schauspieler, dass ich ihn jetzt auf den Klick konditioniert habe. Das ist gar nicht so selten, es gibt es schon auch. Da gibt es aber Gott sei Dank den Regisseur, der sagt, du wirst für die Rolle bezahlt, jetzt stelle ich mal nicht so an. Es gab auch schon mal, dass ich meinen Hund genommen habe und gegangen bin, weil für mich ist das Credo, der Hund soll immer oder das Tier soll Spaß haben am Drehort und soll sich wohlfühlen und das muss absolut zu 100% gegeben sein. Man muss aber sagen, bei den großen Hauptrollen, wir drehen gerade mit Tom Beck oder letztes Jahr mit Iris Berben, das sind halt richtige Profis und die lassen sich auch aufs Tier ein. Die sagen, okay, das ist jetzt mein Partner, mit dem muss ich jetzt zusammenarbeiten und dann klappt es auch ganz gut.